In den letzten beiden Folgen haben wir uns ja schon Kali Linux und Parrot OS angeschaut. Schau da ruhig einfach mal vorbei. Und heute geht es um den dritten Teil in dieser kleinen Miniserie zum Thema Hacking-Betriebssysteme. Heute schauen wir uns Black Arch mal genauer an. Parrot OS und Kali Linux basieren ja auf Debian und Ubuntu, während Black Arch, wie der Name es schon sagt, ganz klar auf Arch basiert. Und kurz zusammengefasst könnte man tatsächlich sagen, bei Black Arch handelt es sich um ein ganz reguläres Arch, allerdings mit zusätzlichen Repositories und Mirrors. Es gibt eine Reihe Möglichkeiten, wie man Black Arch installieren kann, und die schauen wir uns gemeinsam an. Es wird also ein ziemlich vollgepacktes Video heute. Also schnapp dir einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntagszeit für Sonntags-OS. Ich bin so ein Typ im Internet und heute schauen wir uns Black Arch Linux an. Es wird also dunkel. So, Black Arch, was ist das genau? Laut distrowatch.com ist es ein ganz reguläres Arch-Betriebssystem, welches in seiner Full ISO und auch in der Netinstall ISO mit Window-Managern, also mit Fenstermanagern daherkommt, unter anderem Spectre VM, Awesome Window Manager und auch i3. Und dieses Betriebssystem ist ein ziemlich großes Image und beinhaltet eine ganze Reihe von Hacking-Tools und Software, die sich aus dem Black Arch Repository herunterladen lassen. Ansonsten von der Desktop-Umgebung, bei der Slim ISO, die schauen wir uns ja gleich an, dort ist XFCE als Desktop vorinstalliert. Ich konnte nicht so ganz herausfinden, wann genau Black Arch veröffentlicht wurde, das erste Mal. Wenn ich hier in die Veröffentlichungshistorie oder beziehungsweise in die Ankündigungshistorie von distrowatch.com schaue, dann sehe ich, es ist der 30.03.2015, der erste Tag, wo Black Arch Linux kommuniziert wurde. Könnte natürlich sein, dass es vielleicht schon ein halbes Jahr oder ein Jahr länger auf dem Markt ist. Hier steht 1200 Tools, mittlerweile sind wir bei über 2400 verschiedene Tools, die mit in der Full-Version, in der Full-ISO, in der Full-ISO nachher drauf sind. Gut, schauen wir mal auf die Webseite. Die ist sehr ansehnlich, sehr übersichtlich gehalten. Hier kann man dann auch schon mal ein paar Screenshots sich anschauen. Im Download-Bereich finden wir dann die verschiedenen ISOs. Zum einen die Full-ISO, wie schon gesagt. Die ist allerdings 18 GB groß und verbraucht mindestens 40 GB an Festplattenspeicher. Also hier sollte man dann schon mal ordentlich Speicher bereitstellen. Dann gibt es die Slim-ISO. Diese ist ganz regulär groß wie so ein normales Betriebssystem und dort sind dann eben die gängigsten Hacking-Tools schon vorinstalliert, aber eben nicht alles. Ja. Und die Netinstall ist nur die Oberfläche quasi und da werden dann alle Tools und Programme aus dem Internet geladen. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, wie man Black Arch Linux installieren kann. Zum einen gibt es hier schon ein vorgefertigtes OVA-Image, das ist für VirtualBox oder für VMware. Ist 25 GB groß und beinhaltet im Prinzip alles das, was die Slim ISO auch hat. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, Black Arch auf ein ganz normales Arch Linux drauf zu installieren. Das heißt, man braucht im Prinzip gar nicht unbedingt eine ISO hier aus diesem Repositories, sondern es reicht, wenn man ein eigenes Arch hat, wie zum Beispiel ein Manjaro oder auch ein Endeavor OS. Und dann kann man Black Arch direkt in dieses Betriebssystem integrieren, indem man einfach die Repositories quasi hinzufügt, die dazugehörigen Keyrings, und dann kann man sich die Black Arch Tools alle herunterladen. Und das Ganze ist dann hier beschrieben und das führen wir auch noch durch heute. Das will ich auf jeden Fall mal ausprobieren, da habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Und dann hat man hier dann eine Anweisung, wie man das Ganze installiert. Dazu gibt es dann auch noch diesen Guide dann, wenn ich hier auf den Guide klicke, in verschiedenen Sprachen, unter anderem eben auch in Deutsch, hat man diesen Guide quasi als PDF-Datei. Und dort sind dann auch alle oder sämtliche Tools
beziehungsweise das sind ja die Gruppen, die Tool-Gruppen sind dann auch nochmal erklärt und wie man sie installiert. Gut, dann nicht lang schnacken. Hier gibt es ja einmal die Links. Wenn man unten links jetzt guckt, sehe ich, wenn ich hier draufklicken würde, würde ich jetzt direkt von der Universität oder von der Technischen Hochschule Aachen herunterladen. Ich bin ein Fan von Torrents, ganz einfach, weil Torrents ganz einfach super schnell sind und die Spiegelserver entlasten. Und ich habe mir hier beide schon heruntergeladen, einmal die Full ISO, ja, mit 18,3 oder 18,4 GB und die Slim ISO mit 4,6 GB. Gut, dann hier habe ich auch schon ein Arch Linux komplett vorbereitet. Das machen wir nachher zum Schluss. Als allererstes möchte ich mich mal der Slim widmen. Dazu einmal hier aufgerufen in den Download-Ordner und dann wählen wir hier die Slim aus. Erkannt hat er hier automatisch nichts, aber ich weiß, dass es ein Arch Linux ist. Dann einmal weiter. Ich würde sagen, mit 4 GB sollten wir auskommen an RAM-Speicher und ich vergebe jetzt hier mal 50 GB an Festplattenspeicher, obwohl wir bei der Slim-Version wahrscheinlich gar nicht so viel brauchen. So, Black Arch, machen wir hier Black Slim. Ich werde die dann gleich wieder löschen, weil irgendwann geht natürlich auch mein Speicherplatz hier ein bisschen zur Neige. So, einmal weiter. So, wir können hier eine UEFI-Installation machen. Dann das CD-ROM-Laufwerk aktivieren. Einmal weiter und dann können wir im Prinzip schon anfangen. Und dann booten wir mal rein. So, hier haben wir den Linux-Loader, so wie es aussieht. Also einen ganz einfachen Bootloader, also noch nicht mal grub. Ja, dann sind wir auch hier schon in der Anmeldemaske. Englisch kann man hier leider nur auswählen. Live-User ist der normale Benutzername und das Passwort ist Black Arch. So, und dann haben wir hier eine sehr angenehme XFCE-Desktop-Umgebung. Und zuallererst möchte ich mal noch ganz fix das Display konfigurieren, dass wir hier das Ganze nicht so zusammengequetscht sehen. Apply und Keep. Okay. So, und so sieht das Ganze auch schön aus. Das Hintergrundbild sieht natürlich auch sehr, sehr cool aus, so ein bisschen nerdig. Allerdings finde ich, blendet das ein bisschen zu sehr hier mit den Symbolen. Aber naja, das wäre jetzt Jammern auf dem höchsten Niveau. So, nochmal Black Arch eingegeben, denn den Installer muss man als Root hier ausführen und schon kommt man in den Calamares Installer. Das ist wirklich ein sehr, sehr benutzerfreundlicher Installer. So, Berlin hat er erkannt, dann die Tastatur kann so bleiben, Festplatte wollen wir löschen und hier sehe ich, wird er eine EXT4 Festplatte erzeugen und eine EFI Festplatte. So, Swap brauchen wir jetzt nicht, das lassen wir mal weg und dann einmal Benutzername. Machen wir BA Slim, also Black Arch Slim. Dann ein super sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzertyp. Und das ist auch gleichzeitig das Passwort für das Admin-Konto. So, hier noch eine Zusammenfassung. Wie gesagt, eine EFI-Installation mit EXT4 und dann einmal auf Installieren. Und dann heißt es einfach abwarten und Tee trinken. So, die Installation ist dann auch schon durch, hat nur 1-2 Minuten gedauert und dann können wir das Gerät neu starten. So, während der jetzt hier hochlädt, werde ich jetzt noch nicht Vollbild machen. Wir lassen mal ganz kurz das Bild so, wie es ist, denn ich möchte noch ganz fix nochmal was zeigen. Wie du hier siehst, sind die beiden ISOs erstellt worden am 1.9.2021, also letztes Jahr September. Entsprechend alt ist auch die Software, die hier drauf ist. Und das wird uns jetzt gleich noch ein bisschen zum Verhängnis. Das schauen wir uns aber mal genauer an. So, als allererstes, der Grub Boot Loader sieht ziemlich nice aus, möchte ich mal sagen. Sehr, sehr hübsch designt mit diesem Hacker-Hintergrundbild, mit diesem Hoodie-Typen. So, einfach mal Enter drücken und dann laden wir auch mal hinein in unser frisch installiertes Black Arch. So, hier ist jetzt auch alles schon auf Deutsch eingestellt, XFCE-Sitzung und
dann einmal angemeldet und dann baut sich hier auch schon der Desktop auf. So, Display, wenn man es richtig schreiben kann, da haben wir es auch schon, Anzeige, dann Full HD, übernehmen und beibehalten, sehr schön. So sieht das Ganze jetzt auch wunderbar aus. Und im Prinzip könnte man jetzt ganz fix mal hier durchgehen. Es gibt so die gängigsten Zubehörsachen, alles was so im XFCE eben installiert ist, ein Taschenrechner, Dateiverwaltung. Redshift ist für die Farbtemperatur, weil Black Arch höchstwahrscheinlich die Hacker viel in der Nacht arbeiten. Dann sorgt Redshift dafür, dass das Ganze so einen leichten Rotton kriegt oder dass dieser grelle Blauton rausgefiltert wird. Und das ist dann sehr angenehm für die Augen. Nütze ich übrigens auch ganz normal für meinen Rechner. So, dann ein paar Terminals und Konsolen und Umgebungen. Was haben wir noch? Tatsächlich nur den Parol-Medienspieler, gar keine Multimedia-Sachen. Dann Internet haben wir Firefox und Chromium mit drin. Wireshark muss natürlich mit dabei sein, auf jeden Fall. Nur ein Bildbetrachter bei Grafik und die CMake-Bibliothek bzw. die CMake-Plattform zum Erstellen von Binaries, die in C, also das ist ein C-Compiler halt, ne? So, hier noch ein paar Einstellungen, auch unter anderem das Erscheinungsbild. Und dann, ich glaube, das Wichtigste ist halt dieser Ordner Black Arch. Das sind eben die ganzen Tools aus dem Black Arch Repository. Wenn wir jetzt hier mal aufklappen zum Thema Automation, haben wir dann halt diese Tools eben. Und anhand des Symbols kann man auch im Prinzip schon erkennen, es handelt sich eben alle bei so ziemlich jedem um ein Konsolentool. Das heißt, die werden ausschließlich in der Konsole verwendet. Hier haben wir auch wieder John the Ripper, der Passwort-Hacker, auch hier Hydra, ziemlich bekanntes Tool. Disassembler haben wir Binwalk, das ist Binwalk ist auch Standard und gängig, schon ein sehr, sehr altes, sehr, sehr zuverlässiges Programm. Die Burp Suite ist auf jeden Fall als einer der wenigen grafischen Umgebungen hier mit drauf. Und sogar Yay, der Download-Helper für das Arch User Repository, ist hier als Hacking-Tool mit integriert. Ich nehme mal an, Yay müsste man normalerweise über das Arch User Repository quasi per Git Clone und dann per MakePKG installieren. Und wenn man aber das Black Arch Repository integriert hat, kann man das ganz normal mit sudo pacman-s Yay einfach installieren. Deswegen ist das hier mit aufgeführt. Gut, ich kann ansonsten zu den meisten Tools gar nicht so viel sagen, weil ich ehrlich auch gar nicht genau weiß, was die alles machen. Viele Tools sind auch nur recht kleine Tools, die gar nicht allzu viel machen, wie zum Beispiel Dirbuster. Mit Dirbuster kann man im Prinzip eine Webseite durchcrawlen, nennt man das, und herausfinden, welche Unterordner sich in dieser Webseite einfach befinden. Ja, der crawlt das einfach durch, der errät dann quasi, welche Ordner das dann so sein können. Und mir macht das Programm jetzt eigentlich nicht. Hier ist noch Nmap, der Portscanner für Netzwerke. Ist jetzt kein Hacking-Tool, sondern tatsächlich ein ganz normales Scan-Tool, um eben zu schauen, welche Port. Kann man auch am eigenen Netzwerk anwenden, Nmap. Ganz einfach, indem man seine eigene IP-Adresse vom Router zum Beispiel eingibt. Und dann sagt einem Nmap, der scannt das dann durch und sagt dann, okay, welche Ports denn offen sind und welche ich gegebenenfalls dann noch schließen muss. Oder wenn du mit deinem Rechner hier ganz normal im Netzwerk bist, ganz einfach die IP-Adresse deines eigenen Rechners hier durch Nmap durchlaufen lassen und Nmap sagt dir dann, hey, du hast diesen Port offen, diesen, diesen und diesen. Und dann kannst du entscheiden, ob du den Port nicht lieber zumachst aus Sicherheitsgründen. Gut, sei es erstmal drum. Wir haben ja gerade festgestellt, die ISO ist von 2021 und somit ziemlich alt. So, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte das Terminal, mich hier nur verklickt. So, ist ziemlich alt. Aktuell sind wir beim Kernel, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ist der aktuellste Arch-Kernel der 5.1614. Und wenn wir mit uname-r mal schauen, dann sind wir hier bei 5.13.10. Das ist ein bisschen wenig. Das ist
ja schon ganz schön veraltet. Und ja, das Sinnvollste, was man natürlich machen kann, ist dann eben ein Update als allererstes. Das kann man dann machen mit sudo, dann pacman minus sy. Erstmal sy, erstmal muss man die Repositories laden. So, okay. Die sind jetzt quasi aktualisiert. Das heißt, die Synchronisierung mit diesen Repositories, unter anderem eben auch diesem Black Arch Repository, ist jetzt synchron. Und dann kann ich jetzt quasi ein Update durchführen. Hier sagt er dann auch, haben sich hier schon einige Daten schon wieder geändert. Einige Dateien sind hier nicht mehr verfügbar oder umbenannt worden. Das kann immer wieder problematisch sein, wenn man so ein altes System ersetzen möchte. So hier zum Beispiel Desktop Portal GTK, da gibt es ja das Portal GNOME. Das ist ja auch erst seit diesem Jahr. So, und jetzt werden natürlich einige Konflikte noch aufgelöst und wollen wir die entfernen? Ja, wollen wir. Gut, und dann haben wir jetzt hier 3 GB an Daten, die er gerne herunterladen möchte. Ich werde das jetzt einfach mal machen. Wobei, ich werde das mal abbrechen. Ich möchte mal ganz fix noch was anderes vorher machen, weil der lädt ja das Ganze jetzt hier, jedes einzelne Programm oder jede einzelne Software lädt er ja jetzt quasi einzeln runter. Das kann ich aber ändern. Ich kann parallele Downloads aktivieren. Das will ich mal ganz fix machen mit sudo vim. Dann gehe ich in /pacman.conf hier rein. Dann bin ich jetzt hier in der Konfiguration von Pacman drinne. Ich gehe hier irgendwo unter dem Hauptpunkt Options. Hier oben gibt es ja dieses Options. Und dann gehe ich jetzt hier einfach irgendwo rein und sage parallel download. Und dann kann ich jetzt hier parallele Downloads aktivieren. Ich kann zum Beispiel 5 machen oder 20. Oder ich mache jetzt einfach mal 50. Das sollte man natürlich mit ein bisschen Vorsicht genießen. Also das blockiert dann ganz schön die Internetleitung und der zieht dann ordentlich. Also man braucht ein bisschen RAM-Speicher und vor allem auch ein bisschen Prozessorleistung, damit der die parallelen Downloads dann auch wirklich zieht. Hierzu Vorführzwecken ist das, denke ich mal, noch in Ordnung. Ich würde es jetzt aber auch auf meiner Rechenmaschine jetzt nicht so krass machen. So. Machen wir nochmal. So, jetzt aktualisiert er das nochmal. Möchte, dass wir das Ganze nochmal bestätigt haben, dass ich diese Änderungen hier auch durchführen möchte. Ich sage ja und sage auch hier ja. Und ja, jetzt sieht das Ganze mit der Downloadgeschwindigkeit auch schon ein bisschen anders aus. Ich habe eine gute Internetleitung, deswegen kann ich mir das schon erlauben. Er versucht jetzt hier aus also 50 Sachen gleichzeitig herunterzuladen. Und jetzt macht das natürlich auch Sinn. Jetzt geht das hier auch rucki zucki. So, jetzt hat das heruntergeladen. Man sieht hier auch, der hat den aktuellen Linux-Kernel auch heruntergeladen, ne? 5.16.14. So, und jetzt haben wir hier ein paar Schlüssel, die er hier hinzufügen möchte. Dann sagen wir einfach mal ja. Und ja. Das werden, glaube ich, 5 oder 6 sein. Ja. Ja. So, jetzt wird die Paketintegrität noch überprüft. Und wenn alles nach Plan läuft, kommt es gleich zu einem Fehler, was die PGP-Schlüssel betrifft. So, und da haben wir auch schon das Problem, denn jetzt geht es nämlich los. Im Prinzip will er jetzt hier alle, ja, fast alle 900 Pakete hier durchgehen und mir sagen, dass die Schlüssel leider irgendwie fehlerhaft sind, dass die Signatur falsch ist und dass die Pakete dann entsprechend scheinbar beschädigt sind. Im Prinzip brauchen wir jetzt hier auch nichts machen. Wir können jetzt hier auch nicht mit ja das Ganze hier irgendwie durchmachen. Der wird dann die ganze Geschichte einfach abbrechen. Ich ziehe das, lasse jetzt einfach die Enter-Taste mal gedrückt. So, ja, dann kommt jetzt hier Vorgang konnte nicht durchgeführt werden. Ungültiges, beschädigtes Paket, Fehler ist aufgetreten, keine Pakete wurde installiert. Das kann einen natürlich dann schon die Motivation so ein bisschen rauben. Warum ist dieser Fehler? Ganz einfach, die Pakete sind so dermaßen alt und bei Arch ist das ziemlich schwierig.
wenn man jetzt ein Debian hat oder ein Ubuntu oder ein Linux Mint oder halt irgendetwas, was so mehr aus diesem Stable-Bereich kommt, dort kannst du durchaus mal ein halbes Jahr eine Update-Pause machen. Sollte man zwar auch nicht machen, aber es ist oft kein Problem, dann mal ein Update durchzuführen, sich einen Tee zu holen und dann einfach mal abzuwarten. Bei Arch ist das ein bisschen anders, weil sich die Pakete ja nahezu täglich ändern. Und das heißt, hier werden ja gerade, weil hier fast ein halbes Jahr oder ja, es ist jetzt quasi hier ein halbes Jahr rum, die Pakete sind ein halbes Jahr alt und da sind etliche Versionssprünge drin. Also wir reden hier nicht von einer Version zur nächsten, sondern wir reden hier von 6, 7, 8 Generationen an Versionen, die jetzt hier irgendwo noch dazwischen lagen, bis die Pakete hier geupdatet wurden. Und das ist ziemlich schädlich. Wer also ein Arch Linux Betriebssystem nutzt, sollte wirklich nahezu jeden Tag oder alle 2 Tage sein System regelmäßig updaten, damit es eben nicht zu solchen Problemen kommt. So, wie lösen wir dann das Problem mit den Schlüsseln jetzt? So, ganz einfach, wir müssen erstmal sicher gehen, dass unser Hardware-Clock, und also die Hardware selber läuft ja auch, da pendelt ja eine kleine Uhr mit, dass die Hardware-Clock eben mit der NTP-Zeit übereinstimmt, dass das alles wirklich ganz genau ist. Das machen wir als erstes mit sudo timedateCtl und dann set-ntp. Ja, erstmal den Online-NTP, den Zeitserver aktivieren. Jawohl. So, da kommt jetzt auch keine Meldung. Danach synchronisieren wir jetzt die Systemuhr mit der Hardware-Clock. Das machen wir mit sudo hwclock und dann sys2hc. So, und fertig. So, jetzt ist die Uhr quasi schon mal synchronisiert. Das ist jetzt richtig. So, jetzt müssen wir den Schlüsselordner, den GNU-PG-Ordner quasi löschen erstmal. Wir löschen jetzt alle Schlüssel. Also es gibt ja, kann es mal zeigen, Dateiverwaltung nach oben. Dann gibt es etc. Dann Pacman D. Hier gibt es diesen GNU-PG-Ordner, diesen hier. Hier sind im Prinzip diese ganzen Schlüssel drin. Und die sind halt alle veraltet, ne? Und diesen Ordner, den löschen wir jetzt. Den löschen wir jetzt am besten mit sudo. Den konnte ich natürlich jetzt nicht, da brauchen wir ja sudo-Rechte. So, rm-rf. Man kann auch rmdir oder sowas machen, aber das genügt auch. So, dann /pacman-d und dann gnu-pg. So. Da kommt jetzt eine Fehlermeldung, das ist aber überhaupt nicht so schlimm, die können wir ignorieren. Denn wichtig ist, dieser Ordner ist leer. So, nochmal, etc, pacman-d und gnu-pg, ne, der ist jetzt leer, da ist also nichts mehr drin. So, als nächstes initialisieren wir jetzt diese Pacman-Keys quasi. Wir lassen jetzt Pacman einfach das Ganze initialisieren. Sudo pacman init. So, jetzt hat er die initialisiert. Jetzt müssen wir die Schlüssel für Arch Linux und Black Arch hinzufügen. Das machen wir mit sudo pacman alt key. Dann der Schalter ist populate. So, und dann nehme ich Arch Linux und Black Arch. Wenn du Manjaro hast und Endeavor OS, dann gibst du ja einfach noch ein Manjaro und oder Endeavor. Ja, einfach das alles so eingeben, die Keys, die du eben brauchst für dein Betriebssystem. Schau dann aber am besten nochmal in den Wikis und in den Handbüchern deiner Distribution, deiner Arch-Distribution, wie genau die Pacman-Keys dort heißen. Nicht, dass die jetzt anders heißen, da genau schauen. So, einfach mal Enter drücken und abwarten. Das kann jetzt einen kleinen Moment dauern. Gut, so, jetzt hat er die quasi hinzugefügt. Jetzt
installieren wir komplett die sogenannten Key Rings neu. Die laden wir uns jetzt ganz frisch aus dem Internet runter. Mit sudo pacman -s. Dann, wir können auch y, dass er dies wirklich nochmal refresh quasi. Dann möchte ich GNU-PG nochmal haben, ganz frisch, reinstallieren quasi. Dann Arch Linux Keyrings oder Keyring und Black Arch Keyring. So, einmal installieren. So, dann ja, Installation fortsetzen. Jetzt werden die ganzen Keyrings heruntergeladen und installieren. Sehr schön. Und jetzt machen wir die ganze Keyliste nochmal refreshen. Ich weiß, das sind viele Schritte. Sudo. So, wieder mit pacman key. Und dann machen wir refresh keys. So, das heißt jetzt abwarten wieder. Sollten irgendwelche Fehler zwischendurch auftauchen oder Warnungen, einfach ignorieren. Einfach machen lassen. So, und wenn er dann fertig ist, dann müssen wir das Update nochmal versuchen. Doch bevor wir das Update machen, wir haben ja schon wir haben jetzt über 900 Pakete schon heruntergeladen. Und da ich ja nicht weiß, ob die Keys überhaupt noch stimmen, werden wir jetzt alle heruntergeladenen Pakete nochmal löschen. Das heißt, wir werden das gleich nochmal neu runterladen müssen. Und löschen tun wir diese Pakete mit sudo pacman -scc. Mit cc wird clear cache gemeint. Und damit wird im Prinzip alles gelöscht, was er heruntergeladen hat. Und er fragt natürlich jetzt, ob das auch gemacht werden sollen. So, alle Dateien aus dem Zwischenspeicher entfernt und ungenutzte Sync-Repositorien werden entfernt. So, und jetzt können wir im Prinzip nochmal schauen, ob das mit der Installation klappt. So, und wie du siehst, die Dateien wurden geladen. Ich wurde jetzt auch nicht nochmal irgendwie gefragt, irgendwelche Schlüssel hinzuzufügen oder zu akzeptieren. Ja, das hat sich jetzt alles erledigt. Der aktualisiert jetzt komplett und jetzt funktioniert das auch und dann ist das gesamte System aktuell. Ja, Installation ist durch, komplett ohne Fehler. Der neue Linux-Kernel bzw. das neue Initram FS, das neue Initram-File-System, wurde erstellt. Das heißt, nach einem Neustart habe ich dann auch einen aktuellen Kernel. Den Neustart werde ich mir jetzt aber hier dann sparen. Ganz im Gegenteil, ich möchte jetzt hier nochmal ganz fix mal einen Blick auf die Wallpapers werfen. Okay, es sind drei Stück. Das ist einmal das, was uns schon angezeigt wird. Dann einmal dieser Hexaplanet. Das ist dann der, der beim Login-Screen angezeigt wird. Und das ist, ja, der Grub-Bootloader-Hintergrund. Gut, das ist natürlich sehr schade, dass es nicht mehr Hintergrundbilder gibt. Ja, so XFCE hat noch eigene, da werde ich mal öffnen und dann gucken wir, ja. Und die vier Standard-XFCE, die Standard-Hintergrundbilder, die sind aber nicht so schön. Deswegen, ich nehme jetzt den, das sieht auch okay aus. Gut, ja, das ist erstmal so viel zu dem Thema Keyrings. Die ganzen Befehle, die ich jetzt hier gezeigt habe, findest du unten in der Videobeschreibung. Dort habe ich das Ganze untereinander nochmal zum Copy und Pasten aufgelistet, so dass du, falls du in eine ähnliche Bredouille kommst, was die Keyrings betrifft, zum Beispiel entweder weil du ein veraltetes System geladen hast oder selber lange nicht mehr geupdatet hast, ja, das funktioniert bei quasi jeder Arch-Distribution. Also sprich Manjaro, Endeavor OS oder ganz normal Arch. Aber auch zum Beispiel Betriebssysteme wie Garuda Linux zum Beispiel, ja.
Und zum Thema Garuda Linux, da möchte ich dann auch noch ganz fix noch was zeigen. Und zwar Garuda Linux. Mal googeln wir mal. Ja, ich stimme zu. Garuda Linux. So, im Download-Bereich, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber zumindest war das bis vor einem halben Jahr so. Es gibt ja hier diese Dragonized Edition, das hatten wir ja auch in einem meiner Sonntags-OS-Videos, habe ich Garuda Linux schon mal vorgestellt. Und da gibt es unter anderem hier die Black Arch Edition. Und die Black Arch Edition ist quasi, da ist in der ganz normalen Dragonized Edition eben diese Black Arch Repositories mit integriert, so dass man eben diese Hacking Tools auch mit Garuda Linux nutzen kann. Das heißt, falls du jetzt das Black Arch als solches gar nicht so magst oder du vielleicht schon Garuda Linux installiert hast, dann kannst du im Prinzip entweder die Black Arch Edition von KDE Dragonized herunterladen oder du bleibst jetzt einfach dran, denn ich zeige dir gleich, wie du auf ein bestehendes Arch-Betriebssystem eben Black Arch integrieren kannst. So, das machen wir quasi gleich. Zuallererst möchte ich jetzt diese Maschine mal herunterfahren. Hier unten und okay, der hat mich abgemeldet. Das ist nicht so schlimm. Dann machen wir hier herunterfahren. Denn ich werde jetzt Black Slim einfach mal löschen. So, die ganze Arbeit quasi für nichts. Und werde jetzt eine neue VM erstellen. Und zwar nehmen wir jetzt die Full ISO. So, dann haben wir hier, automatisch hat er nichts erkannt. Also nehmen wir hier auch wieder Arch, dann Forward, dann auch hier wieder 4096. Das passt von den Spezifikationen her. Hier werde ich jetzt 100 GB mal vergeben und nenne das Ganze jetzt hier Black Full und konfigurieren, Netzwerkbrücke und fertig. So, hier lassen wir jetzt aber BIOS. Ich schalte jetzt hier nicht auf UEFI um, sondern ich belasse es bei BIOS. Du wirst gleich sehen, warum. So, ich werde hier auch die Festplatte von Wirt.io auf SATA mal umstellen, weil ich kann mir vorstellen, also ich habe bis jetzt es noch nicht geschafft, Black Arch Full hier irgendwie in eine virtuelle Maschine zu installieren. Es ist jedes Mal entweder irgendwie abgebrochen oder es ging dann mit einem Fehler nach einem Fehler nicht mehr weiter. Und das ist jetzt so meine letzte Hoffnung noch, dass ich das Ganze jetzt hier gleich installiere. Und dass das dann doch funktioniert. So, einmal reingelegt diese Full ISO, kommt man dann eben in dieses schöne Grub-Boot-Menü und ich wähle einfach das erste aus. Und dann sind wir hier in diesem Login-Bildschirm. Und hier unten kann ich jetzt auswählen, die Standardsprache, allerdings ist nur Englisch. Hier kann ich noch eine Tastatur auswählen und hier scroll ich ganz nach oben. Und dann haben wir DE. Und hier bei Desktop kann ich jetzt den jeweiligen Fenstermanager auswählen. Spectre VM, Awesome Window Manager. Ich nehme jetzt i3, weil ich damit ein bisschen besser klarkomme. So, der User ist hier root. Und das Passwort ist Black Arch. Einmal eingeloggt. Und dann sind wir hier im i3 quasi. Das ist jetzt quasi eher, diese ISO ist dann tatsächlich eher auch für Fortgeschrittene, für Leute, die bereits mit Linux schon umgehen können, die auch mit Fenstermanagern umgehen können. So, mit Windows und Enter kann ich hier ein Terminal öffnen, das habe ich jetzt gerade gemacht. Und ich kann zum Beispiel mit xrender -s 1920 mal 1080 kann ich jetzt hier im Prinzip die Auflösung ändern. Das bleibt natürlich nur für diese eine Session. So, ich habe kein Internet. Ping google.com. So, da kommt hier nämlich nichts. Ja, der kann noch nicht mal irgendwie auflösen, den Namen. Und das liegt daran, dass der Netzwerkmanager standardgemäß hier deaktiviert ist. Deswegen muss ich den erstmal aktivieren mit sudo
Sudo brauche ich nicht, ich bin bereits so root, sorry. Also einfach systemctl enable Bindestrich now. Wir wollen das jetzt. Und zwar den Network Manager. So. Das hat nicht geklappt, weil hier müssen zwei Bindestriche hin. So. Und jetzt hat das funktioniert. Und wenn ich jetzt hier pinge, dann funktioniert das auch. Jetzt habe ich Zugriff auf Google. So. Hätten wir das erledigt. Das wird nämlich leider irgendwie immer vergessen. Und dann wundert man sich, dass die Installation nicht funktioniert. Und jetzt sehe ich hier oben, habe ich jetzt auch eine IP-Adresse. Ne? So. Ja. Gut, dann, um die Installation hier zu starten, gebe ich jetzt einfach ein. Ich guck mal, ob ich hier ein bisschen größer machen kann. Leider kann ich hier nichts vergrößern. Ist nicht so schlimm. Ich hoffe, du siehst es trotzdem ein bisschen. So, und zwar einfach blackarch-install. Einfach starten. Und dann komme ich hier in so eine, ja, fast, also in so eine Art konsolengrafische Oberfläche. Und er fragt mich jetzt, möchte ich von Repositories installieren, von der Full ISO oder über Blackman. So, ich nehme die 2, ich will mal von der ISO installieren. So, möchte ich leise oder laut? Ich nehme laut. So, jetzt kommen die Locales. So, da kann ich mir mit 1. So, und dann gebe ich jetzt hier die Locales ein. Wer schon mal eine Arch-Installation gemacht hat, weiß, ungefähr, was das alles hier bedeutet und warum man das machen muss. UT, ich kann nicht reden und gleichzeitig schreiben, ich bin da irgendwie nicht so. So, okay, UTF-8. So, jetzt werden die Locales eingetragen. So, jetzt die Keymap, das ist DE, Bindestrich Latin 1, die möchte ich haben. Mein Hostname ist Blackpool. Kann aber auch Horst oder Müller heißen, ist völlig egal. So, hier ist die Festplatte und jetzt wird es nämlich spannend. SDA, das ist meine Festplatte. Möchte ich ein anderes Betriebssystem daneben installieren, wie zum Beispiel Windows? Nee, will ich nicht. Können wir also auf N machen. So, jetzt möchtest du mit CFDisk die Festplatte formatieren? Ja, weil ein anderes Programm habe ich gerade nicht zur Verfügung. Und möchtest du mit einer Partitionstabelle, mit einer leeren Partitionstabelle starten? Ich sage ja. So, jetzt kommen wir zu dem kleinen Tool CFDisk. Ich hatte es probiert, ich habe hier das Ganze als UEFI-System, habe ich dann GPT-Label, da habe ich Boot-Partition erstellt, eine normale Root-Partition und so weiter. Die Installation ist dann auch soweit durchgegangen. Nur ganz zum Schluss beim Installieren des Bootloaders ist es dann völlig gescheitert. Und konnte dann quasi das ganze System nicht starten. Ich weiß, man kann dann den Grub Bootloader einfach selber nochmal nachinstallieren. Ich habe das aber eher als unnötige Belastung empfunden und habe jetzt mal so gedacht, okay, probieren wir es mal mit der ganz normalen Legacy-BIOS-Installation, also sprich DOS. Gestern Abend bei meiner Testinstallation hat auch das nicht geklappt, also es konnte die Installation komplett fehlerfrei durchgeführt werden, allerdings hat das nachher nicht gestartet. Naja, ich zeige jetzt erstmal so, wie es eigentlich gedacht ist, wie man das installiert und formatiert und so weiter, und wenn es halt nicht funktioniert, ja mei, dann kannst du es ja nochmal ausprobieren, vielleicht funktioniert das ja dann. So, ich werde als allererstes eine Boot-Partition erstellen. Ja, man kann auch in einer Legacy-Installation eine separate Boot-Installation, eine Boot-Partition erstellen. Ja, man kennt das ja normalerweise über MBR, wird das alles auf eine, wird nur eine Partition erstellt und da wird einfach alles drauf installiert. Aber man kann das tatsächlich auch räumlich trennen. Und das werde ich hier machen. Ich werde jetzt eine 600 Megabyte-Partition erstellen. Die Mindestanforderungen sind wohl 550 ungefähr. Ich mache jetzt einfach 600, da kann ich nicht viel verkehrt machen. Ist eine Primary. Und ich setze den Bootable Flag. Jetzt siehst du oben so ein kleines Sternchen unter Boot. So, das ist quasi die Boot-Partition. Ja, und den Typ brauche ich tatsächlich nicht ändern. Der bleibt einfach auf Linux stehen. So steht es zumindest auch in der Blackarch Anleitung zur Installation.
So, dann kann ich hier noch den restlichen freien Speicher nehmen. Eine Swap-Partition möchte ich jetzt hier nicht erstellen. Ach, obwohl, komm, mach mal eine Swap-Partition. Keine Ahnung, mach mal 2 GB, das denke ich mir sollte reichen. Primary, dann einfach auf Typ, dann Linux Swap und dann den Rest frei extended und dann ist das Ganze fertig. Dann noch auf Write, bist du sicher, dann einfach Yes eingeben und dann auf Quit. So, jetzt scannt er nochmal die Disks und fragt mich, ob ich das Ganze verschlüsseln möchte. Ich sage jetzt nein und er sagt dann auch, hey, warum nicht? Und jetzt möchte er die Boot-Partition wissen und da gebe ich jetzt den vollen Pfad ein. Das ist /dev/sda1. So, welches Dateisystem soll die Boot-Partition haben? Standardgemäß ist ext4, das nehmen wir auch, ext4. Normalerweise bin ich es gewohnt, immer die Boot-Partition als FAT-Partition zu formatieren. Ich habe in der sämtlichen Anleitung haben alle das Ganze, die Boot-Partition als ext4 formatiert und das hat bei denen geklappt. Warum es bei mir bis jetzt noch nie geklappt hat, ich weiß es nicht. Wir gucken mal. So, /dev/sda3. Hoch. SDA3. SDA3 ist unsere Root-Partition. So, einmal weiter. Und auch hier nehmen wir ext4. Dann die Swap-Partition ist dann /dev/sda2. So, einmal weiter. Und jetzt fragt er mich, ob das hier alles so seine Richtigkeit hat. Und ich sage ja. So, sollen die Partitionen formatiert werden? Bist du sicher? Aber nicht heulen danach. Okay, kein Problem. So, jetzt wird das alles erstellt. Und das geht halt auch fehlerfrei durch, ne? So, und jetzt wird das Ganze eben installiert automatisch. Und ja, dann warten wir jetzt einfach mal ab, was passiert. So, wenn die Installation soweit durch ist, das hat so 6 Minuten gedauert, dann geht es weiter, wird das Root-Passwort verlangt. Das kann ich mir jetzt vergeben. So, das vergebe ich mir jetzt auch. Und jetzt fragt er mich, ob ich einen neuen Account, einen normalen Nutzer-Account anlegen möchte. Ich sage natürlich ja. Der Nutzer ist Typ und für den Benutzertyp setzen wir natürlich noch ein schweres, kompliziertes Passwort, damit das auch keiner hacken kann. Und jetzt wird hier nämlich der Grub Bootloader geladen und da sieht man auch schon Installing for i386 PC-Plattform. Und das bedeutet, hättest du jetzt ein EFI-System, hätte das nicht funktioniert. Also bei mir ist das einfach grandios gescheitert gestern. Gut, machen wir mal weiter. Ich bin mal gespannt. Bis jetzt sieht's ja erstmal noch ganz gut aus. So, die Zeitzone möchte jetzt festgelegt werden und ich möchte eine andere Zeitzone wählen. Ja, und zwar Europe. Wobei, jetzt kann man klein schreiben. Europe/Berlin ist meine Zeitzone. Und jetzt werden alle Dateien ausgehängt. Und dann kommt hier, yo noob, backdoor in your system now. Hack the planet, door the planet. Sehr schön. Ja, damit ist die Installation quasi durch. Und ich kann jetzt mit Reboot einfach das System neu starten. Und dann gucken wir mal, ob das jetzt diesmal geklappt hat oder ob er gleich wieder sagt, ja, nee, ist nicht. Oh, das sieht ja gut aus. Das sieht ja gut aus. So wie es aussieht. Hat das funktioniert? Na Mensch, da bin ich ja mal, genau, Deutsch. Super, ja, da bin ich ja mal jetzt richtig überrascht. Ich habe keine Ahnung, was ich anders gemacht habe. Es gibt also nicht nur das Phänomen, wenn Leute oder gerade so in der IT, wenn man sich dann so fragt, hey, warum funktioniert das nicht? Sondern manchmal kommt man auch in diese Situation, wo man dann einfach da sitzt und sagt, hey, warum hat das jetzt funktioniert? So, genau, also der hat quasi das ganze System quasi 1:1 aus der ISO quasi rüber so kopiert. Das heißt, auch hier habe ich jetzt die Standard, ja,
Datei, die Standard-Fenster-Manager drin, einmal den Awesome Window Manager, Openbox, Spectre VM, i3 und Fluxbox. Ich möchte i3 beibehalten, sage Typ, dann das schwere Passwort rein und dann sind wir im Prinzip auch schon drin. Mit Windows und Enter öffne ich hier wieder mein Terminal und kann, ja, könnte jetzt im Prinzip die Auflösung nochmal ändern mit xRender. Minus S und dann 1920 mal 1080. So, haben wir das jetzt geändert. Es ist leider so, dass bei xRender, wenn man das so eintippt wie ich jetzt, dann wird das ausschließlich nur für diese Session jetzt so beibehalten. Sobald ich das System neu starte, ist das Ganze wieder zurückgesetzt und ich muss das jedes Mal neu machen. Deswegen gibt's im Prinzip auch, ich glaube, wenn ich hier ls, muss mal schauen, da gibt's Skripte, bin und so, da gibt's sicherlich irgendwelche Konfigurationsdateien. Muss mal schauen, ob man die hier findet. Genau, da gibt's den Config-Ordner, wenn ich das hier richtig sehe, cd.config. Und genau, und da gibt's dann noch den i3-Ordner. Und da ist dann auch die Konfiguration, vim-config. Und dann kann ich hier im Prinzip alles soweit anpassen, auch das automatische Setzen der Bildschirmauflösung, ja, sobald quasi i3 gestartet wird, dass dann quasi die Auflösung gleich mit angepasst wird. Gut, aber da will ich jetzt hier nicht weiter eingehen. Hier sind dann auch die ganzen der Tastenkombination, die man halt so benutzen kann, um den Window Manager i3 überhaupt zu nutzen, soll jetzt aber hier für das kleine Review für Black Arch soll das jetzt hier gar nicht irgendwie relevant sein. Was mich natürlich interessiert ist, ob ich eine Internetverbindung habe. Hier oben sehe ich eine IP-Adresse, das heißt, ich gehe mal davon aus, ja. Das kann ich natürlich da kann ich wieder Google anpingen. So, jawohl, Internetverbindung ist da. Das heißt, da wurde der Netzwerkmanager bereits bei Start schon initialisiert. Und so wie es aussieht, dadurch, dass wir ja auch hier wieder die alte ISO von September letzten Jahres haben, werden wir hier mit den Schlüsseln und so weiter ein ähnliches Problem haben, wie vorhin bei der Installation bei der Slim ISO. Ja, ich möchte mal ganz fix in sudo vim, dann möchte ich /etc/pacman.conf. Typ ist nicht in der Suodors-Datei, dieser Vorfall wird gemeldet. Okay, das muss ich also auch noch, da muss ich mich dann erst noch als Root-User noch authentifizieren. Und gut, das sind aber alles Sachen, das kann man in einem anderen Video mal genauer zeigen. Das will ich jetzt hier gar nicht so weit vertiefen. Hier geht's mir ja erstmal nur um die Installation. Also ich bin mir ganz sicher, hier ist das ähnlich. Die Pakete sind alle veraltet und hier müssen die ganzen Keyrings komplett erneuert werden, so wie bei der Slim-Version. Wenn dir der Fenstermanager hier so nicht gefällt, dann kannst du ganz einfach XFCE oder KDE oder GNOME oder wie auch immer einfach drauf installieren. Das ist ein ganz normales Arch Linux. Das heißt, hier kann man ganz normal alles machen, was man sonst mit einem Arch eben auch machen kann. Ansonsten kann ich dann wirklich empfehlen, die Net-Install einfach zu verwenden. Ich gehe jetzt hier nochmal raus. Da gibt's ja dann hier noch die Net-Install-ISO. Ist im Prinzip dieselbe wie die Full-ISO, nur halt ohne die ganzen Programme, sondern wirklich nur das Basisbetriebssystem mit dem Black Arch-Installer. Und dann wird halt alles übers Internet installiert und dann hat man auch ein aktuelles System wieder. Ja, ich weiß halt nicht, ich finde das sehr schade, dass normalerweise so ein Rolling Release muss jeden Monat, muss die ISO erneuert werden, normalerweise, die hier angeboten werden, so wie es bei Arch auch der Fall ist. Das halte ich ein bisschen, also es ist wirklich viel zu alt, viel zu lange liegen die hier rum. Also das ist zu kritisieren. Gut, aber sei es drum, wir werden jetzt mal dieses System hier wieder platt machen. Ich werde das Ganze jetzt nämlich einfach mal killen.
Einfach zack. Und dann werde ich das Ganze hier löschen, einfach wieder, um ein bisschen Speicherplatz freizugeben. Das sind jetzt hier 100 GB, die ich jetzt hier einfach mal ganz fix verbraten habe. So, dann öffne ich jetzt ein Arch Linux, und zwar das, was ich schon mal installiert habe. So, das, was wir jetzt hier öffnen, das, was ich jetzt hier öffne, ist ein wirklich ganz normales, frisch installiertes, nackiges Arch Linux. Da habe ich jetzt hier, genau, mit GNOME Desktop, also das ist wirklich nichts Besonderes quasi. Ich gucke mal, ob ich jetzt hier ein Terminal, ich habe es ein bisschen an meinem Geschmack quasi ein bisschen mit angepasst. So, hier gehen wir dann auf, wo haben wir denn das hier, ein Terminal? Terminal, einmal hier. So, und dann ziehen wir das in Favoriten rein. So, genau, also das ist quasi mein ganz normales Arch. So, wir machen mal NeoFetch, um das einfach, okay, hat er noch nicht gefunden. Sudo Pacman -S NeoFetch. Ja. Und dann so. Hier also ein ganz normales Arch, aktuell auf dem neuesten Stand, mit GNOME 41.4, ganz frisch installiert. Das ist einfach nur das Fensterthema ist Arc Dark. Und mehr ist es im Prinzip nicht. Ist installiert mit ButterFS und ZRAM habe ich, glaube ich, LSBLK. Hier sieht man, dann habe ich anstatt eine Swap-Partition, habe ich einfach ZRAM genommen. Wie das Ganze funktioniert, wie ich das Ganze manuell installiere, das zeige ich demnächst in einem Livestream. Das heißt, ich habe vor, demnächst einen Livestream zu machen und Arch Linux live zu installieren an einem Sonntags-OS, nämlich als 1000-Abonnenten-Special. Das heißt, wenn du noch nicht abonniert hast, jetzt sofort abonnieren, damit wir der 1000 immer näher kommen. Und dann installiere ich Arch Linux mit ButterFS, mit ZRAM, Autosnap, GNOME-Installation und das Ganze für Wayland und Pipewire. Alles live in einem Livestream möchte ich das Ganze mal mit dir zusammen installieren, sodass du da direkt zugucken kannst. So, also, wir gehen jetzt davon aus, wir haben jetzt hier wir sind ein ganz normaler Nutzer von einem ganz normalen Arch-Betriebssystem und möchten jetzt Black Arch einfach drauf installieren, dann einfach einen Browser der Wahl öffnen. Ach du Schreck, nee, den nehmen wir mal nicht. Dann nehme ich doch lieber den Firefox. So, einfach hier dann Black Arch auf die Seite gehen. Und dann zeige ich nämlich jetzt einfach mal, wie man das Ganze dann auch so umsetzen kann. Bei Downloads findest du dann hier weiter unten diesen Bereich Installing on top of Arch Linux. So, also Black Arch lässt sich quasi direkt in ein normales Linux-Betriebssystem integrieren. Und dazu führt man einfach alles das hier aus. So, ich werde das Ganze jetzt mal machen. Gehe jetzt hier rüber und sage curl. Mit curl kann ich catch URL ist das im Prinzip. Damit kann ich diese Datei, die strep.sh, herunterladen. So, das habe ich bereits getan. Okay. So, jetzt kann ich das Ganze noch verifizieren, ob das auch echt ist oder ob nicht hier einer mir hier dazwischen gefunkt hat. So, gucken wir mal. Okay, hier ist okay. Das heißt, die Datei ist valide, die ist echt. Das ist sehr schön. Jetzt muss die Datei noch ausführbar gemacht werden, denn aktuell ist es einfach nur eine Textdatei. Ja, das kann man sehen mit ls-la. Und da sehe ich hier die Strap und da fehlt dieses kleine X hier und hier. Ja, das heißt, es ist nur eine Textdatei. Jetzt müssen wir sie noch ausführbar machen. Und et voilà, jetzt leuchtet sie hier grün in dem Terminal und sie ist jetzt ausführbar. Gut. Dennoch möchte ich erstmal nochmal einen Blick reinwerfen in diese Datei strep.sh, was die denn so alles macht. Und die macht tatsächlich gar nicht allzu viel,
außer so ein paar, ja, Checklisten, und zwar erstellt die einfach eine neue Mirror-Liste komplett, oder zumindest wird in den Pfad Mirror-F eine neue Mirror-Liste integriert, die nennt sich Black Arch Mirror List. Hier sind dann noch ein paar, Prüfungen und wie und in welcher Form Fehlermeldung, Warnmeldung und so weiter angezeigt werden. Das ist eher, und hier noch ein Check, ob ich root bin oder nicht, ob ich das Ganze als root ausführe oder nicht. Also war ein bisschen Exception Handling, sagt man dazu. Ja, dann wird hier ein temporärer Arbeitsordner erstellt im Temp-Verzeichnis. Und dann wird die Internetverbindung überprüft, ob die da ist. Und dann werden die Keyrings runtergeladen. Und dann wird im Prinzip das Ganze noch verifiziert, die Keyrings. Und im Prinzip schon einige Sachen gemacht, die wir quasi auch gemacht haben, schon um die Keyrings zu initialisieren und so weiter. Und für den Fall, dass das schief geht, sagt der Invalid Keyring Signature, please stop by, und dann ein Link zu matrix.to Black Arch. Das ist der Matrix Space von Black Arch. Und falls du Probleme hast mit der Installation, komm doch auch gerne in so ein Typ im Internet Space von Matrix. Unten in der Videobeschreibung siehst du den Link, der sieht so ähnlich aus. Da steht halt nur dahinter so ein Typ im Internet. Matrix.org. Komm einfach in unseren Space rein, und falls du Fragen hast oder auch Anregungen, nur zu. Das ist ein verschlüsselter Chat. Das ist quasi die so ein Typ im Internet Community. So, dann haben wir alte Signaturen, werden dann einfach gelöscht, und dann wird das Ganze, hier haben wir Pacman Key Init, ne, das ist das, was wir auch gemacht haben, dann Populate, da wird dann also Black Arch Populate einfach hinzugefügt, und dann wird die Pacman.conf aktualisiert mit dem Black Arch Include und dann der Mirror dazu. Es wird dann einfach inkludiert, und ja, und dann wird das dann kommen hier noch ein paar Checks, und zum Schluss wird das Ganze dann nochmal aktualisiert. Mehr ist es im Prinzip nicht. Also es ist tatsächlich so, es wird nur ein neues Repository hinzugefügt. Und das machen wir jetzt einfach mal mit Doppelpunkt, Schrägstrich und dann strap.sh. Und da jetzt hat er im Prinzip diesen Check gemacht, ob ich denn sudo, also root bin, und fehlgeschlagen natürlich, ich muss noch sudo eingeben und das Passwort, und jetzt geht's los, jetzt werden die Keyrings installiert, dann die Schlüsselbünde hinzugefügt, und das war's. So schnell geht's, und schon, wenn ich jetzt sudo pacman-syu mache, dann sehe ich hier, gibt es dann die Black Arch Keyrings, die jetzt nachgeladen werden. Ja, hier ist Black Arch. Und noch eine ganze Reihe anderer Sachen. Das können wir gleich mal machen. Einmal Installation fortsetzen. So, jetzt wird ein Snapshot erstellt, weil ich habe hier Timeshift Auto Snap aktiviert. Wie gesagt, wie das funktioniert, einfach mal diesen Kanal abonnieren, und dann bei unserem ersten Livestream werde ich das genau zeigen, wie man das alles hier automatisiert machen kann. So, jetzt wurde das Ganze hier erstellt, und schon sind wir durch. Jetzt sind wir quasi im Black Arch Universum drin. So, und hier wird jetzt auch beschrieben, wie man in der Konsole nach speziellen Kategorien und nach verfügbaren Tools eben schauen kann. Wenn du alle Black Arch Tools, also ich sag mal alle über 2000 Tools installieren möchtest mit einem Schlag, kannst du diesen, ich mach's mal größer, so, kannst du hier diesen Befehl hier ausführen, ist natürlich nicht zu empfehlen, also man sollte nicht Dinge installieren, die man sowieso nachher nicht braucht. Man kann auch alle Tools einer speziellen Kategorie herunterladen, oder man kann eben auch nach speziellen Kategorien suchen. So, aber eine komplette Liste an Kategorien und Tools finden wir auch hier. Und da kann man dann zum Beispiel, hat man hier an der Seite die Kategorien, zum Beispiel Black Arch Web App. Wenn ich das Ganze jetzt hier in einem neuen Tab öffne, werden mir alle Tools aus dieser Kategorie
hier untereinander angezeigt und wie du siehst, ist das eine echte Menge. Ja, also überleg dir wirklich gut, ob du wirklich alle Tools herunterlädst, vor allem, wenn du sie vielleicht auch gar nicht brauchst, es sei denn, du weißt genau, was du mit dem Network Web Pentest Framework Joker machen möchtest, oder Jira Scan oder Liffy, Local File Inclusion Exploitation Tool. Also ich installiere wirklich nur Sachen, wo ich genau weiß, was ich damit mache, dass ich es brauche oder nicht. Ja, so als kleines Beispiel, ich kann jetzt sudo pacman minus s und dann kann ich zum Beispiel jetzt installieren Sherlock. Sherlock ist ein nettes Python-Konsolentool und Sherlock zum Beispiel gibt es tatsächlich nur im Black Arch Repository oder eben über GitHub. Ich müsste es klonen oder So will ich installieren und siehst du, ich kann jetzt ganz normal mit sudo pacman s kann ich jetzt dieses Tool installieren, weil ich eben in dem Black Arch Repository drinne bin. So was kann ich mit Sherlock machen? Mit Sherlock kann ich zum Beispiel überprüfen, auf welchen Webseiten mein Name, möglicherweise mein Benutzername, registriert ist. Wenn ich jetzt hier Sherlock eingebe und dann so ein Typ im Internet einfach mal eingebe, dann checkt er jetzt ein paar Webseiten und zeigt mir an, wo er jetzt überall diesen Benutzernamen gefunden hat. Ja, damit kann ich dir Sherlock auch ziemlich gut empfehlen, wenn du mal ein bisschen deine Social Media Präsenz im Internet mal ein bisschen aufräumen möchtest. Dann lad dir einfach Sherlock runter und dann suche nach deinem eigenen Benutzernamen und dann zeigt er dir an, wo du überall registriert bist mit deinem Benutzernamen und möglicherweise kommst du dann auf Seiten, wo du sagst, oh, da war ich ja schon seit 10 Jahren nicht mehr und vielleicht kannst du das ja dann mal deaktivieren, löschen oder auch mal aktualisieren, einfach um mal ein bisschen seine persönlichen Sachen aufzuräumen auch. Ne? Umgekehrt kann man natürlich mit Sherlock jeden Benutzernamen halt auch suchen und ausfindig machen. Da kann man halt den Social Media Check machen. So, jetzt werden hier schon einige aufgelistet, unter anderem Sachen, die ich gar nicht kenne, zum Beispiel CapFriendly oder Chess.com, LeetCode.com. Man sollte natürlich diesen Sherlock-Test nicht allzu wörtlich nehmen. Also wenn hier zum Beispiel LeetCode.com steht, heißt das nicht, dass ich bei LeetCode.com registriert bin. Das bedeutet einfach nur, dass Sherlock, dieses Tool macht einfach nur, der pingt einfach nur diese Seite an und guckt, ob der jetzt ein 404 zurückkriegt oder einen Fehler zurückkriegt oder im Prinzip, ob diese Seite existiert. Die Seite leetcode.com ist so aufgebaut, dass egal, was du hier eingibst, ich kann jetzt hier auch einfach nur Hans Dieter irgendwas eingeben und ich bekomme ebenfalls die gleiche Seite hier. Ja, also auch Hans-Dieter irgendwas würde hier genauso ein Okay kriegen. Ja, da muss man halt gucken, das ist nur eine Übersicht, was es sein könnte, ob ich vielleicht irgendwelche Sachen hier sehe, wo ich jetzt sage, hey, stimmt, da war ich ja mal registriert. So einige Sachen, da ist hier ein Fehler drin. Permission denied. Liegt daran, weil er die Textdatei jetzt nicht schreiben kann. Wenn man das Ganze dann als sudo ausführt, dann ist dieser Fehler auch weg. So, hier steht zum Beispiel Spotify oder auch Twitch TV. Wollen wir mal schauen. Ach ja, gucke einer an. So, machen wir Cookies akzeptieren. So, hier so ein Typ im Internet. Ein Follower habe ich hier auf Twitch. Und noch kein Video. Ja, also ich bin tatsächlich mit meinem Account bei Twitch registriert. Hier ist auch nochmal der Link zum Matrix Space, den ich vorhin schon angedeutet habe. Kannst ja auch mal bei Twitch dich anmelden oder beziehungsweise mir dort folgen. Vielleicht kommt ja der ein oder andere Livestreamer auf Twitch. Wer weiß. So,
Gut, das soll es aber soweit gewesen sein. Mehr will ich jetzt hier auch gar nicht soweit machen oder also gucken. Ja, dann kommen wir doch gleich mal zum Fazit. Black Arch Linux. Also Black Arch Linux ist eigentlich in meinen Augen kein Betriebssystem, sondern eine Mirror List, also ein Repository. Und ich glaube, so haben die Entwickler das auch gedacht, dass man, egal welches Arch-Betriebssystem man hat, man kann eben die Black Arch-Repositories einfach hinzufügen und hat dann eben Zugriff auf sämtliche Tools, die zum Beispiel auch bei Kali oder Parrot OS mit inklusive sind. Zusätzlich bietet Black Arch Linux natürlich das ein eigens zusammengebautes Arch Linux eben an, mit entweder in der Slim-Version mit XFCE Desktop oder auch mit den Fenstermanagern in der Full- und Net-Install-Version. Was ich sehr schade finde, ist, dass diese ISOs eben sehr veraltet sind und es eben dann beim Upgraden oder beim Aktualisieren der Pakete zu Schwierigkeiten kommen kann, was die Keyrings betrifft. Aber dafür haben wir ja eine Lösung unten in der Videobeschreibung. Trotz alledem, welches dieser vielen Hacking-Betriebssysteme solltest du nutzen? Welche könnte ich empfehlen? Das ist natürlich schwierig zu sagen. Es kommt immer darauf an, worauf stehst du? Was ist so dein persönlicher Geschmack auch? Kommst du mit Arch Linux besser zurecht oder ist dir das Apt-Repository dann doch lieber, der Apt-Paketmanager von Debian und Ubuntu? Parrot OS ist natürlich sehr, sehr hübsch gemacht. Kali Linux ist unglaublich weit verbreitet und hat eine sehr, sehr hohe Fanbase. Und Kali Linux ist auch das einzige System, was eben auch unter Windows Subsystem für Linux verfügbar ist, was du eben auch unter Microsoft Windows benutzen kannst. Und Black Arch ist für die ganz, ganz Erfahrenen, die genau wissen, was sie sollen. Das ist wirklich nichts für Anfänger, ganz klar. Hier ist die Lernkurve extrem steil hoch. Aber was weiß ich schon? Ich bin ja nur so ein Typ im Internet.